my dreams, my future. This is what I work for. Drink the pink. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Eisbärenfans. Herzlich willkommen zu einem weiteren Eisbärengespräch. Heute mal nicht mit einem Eisbärenspieler, sondern mit jemandem aus dem Trainerstab, der aber tatsächlich mal Eisbärenspieler war. Herzlich willkommen im Interview heute, Sebastian Elving. Elle, guten Tag. Hallo. Wie geht's dir gerade? Ja, langer Tag mit Videoauswertung und allem drum und dran vom Wochenende mit den Torhütern. Bisschen müde, aber das ist halt manchmal so. Du warst gerade mit allen drei Eisbären-Torhütern auf dem Eis. Woran habt ihr gearbeitet? Na, ein Winkelspiel, Schusskontrolle und ein ganz wichtiger Punkt ist halt Puck-Tracking. Das heißt, den Puck nicht aus den Augen zu verlieren, egal in welcher Situation. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselpunkt im Torwartspiel heutzutage. Fangen wir mal an überhaupt. Wie fühlst du dich eigentlich so als neues Mitglied der Mannschaft wieder zurückzukehren? Allerdings in anderer Rolle. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht das Gefühl, jetzt, als ob man jetzt nur der Trainer ist. Ich glaube, ich fühle mich eigentlich als Teil der Gruppe und vor allem mit den Torhütern zusammen ist es so, als würden wir gemeinsam Team bilden. Ich würde gar nicht sagen, dass da ein großer Unterschied ist. Ich habe so das Gefühl, eigentlich könnt ihr die Sachen wieder anziehen und gleich mitmachen. Okay, das könnte ja dann zu gegebener Zeit nochmal akut werden, wobei es wird nicht klappen leider, glaube ich. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls arbeitest du viel mit den Torhütern aus der DEL und natürlich auch in Weißwasser mit denen aus der zweiten Bundesliga bei den Lausitzer Füchsen. Woran habt ihr jetzt vor allem im Sommer den Schwerpunkt gelegt? Da hast du ja schon mit deiner Arbeit begonnen. Na, wir haben erstmal ein spezielles Landtraining, also Off-Ice-Trainingsprogramm. Das zieht sich über die ganze Saison. Da ist natürlich der Schwerpunkt Ausdauer, Kraft aufbauen und dann die ganzen Sachen spezifisch, die man dann auf dem Eis braucht, haben wir erarbeitet im Sommer. Und dann zusätzlich sind wir zweimal die Woche aufs Eis gegangen, um das mehr so als Erhaltung, weil ich denke, wenn man mehr aufs Eis geht, ist das dann zu viel. Und deshalb haben wir uns so ausgemacht, wir machen Erhaltung auf dem Eis und der Schwerpunkt war auf Eis. Danach dann mit dem Saisonvorbereitungsstart, hattest du da auch besondere Schwerpunkte, so wie du gerade jetzt schon gesagt hast, mit dem Winkelspiel zum Beispiel, oder geht es darum, auch erstmal wieder reinzukommen? Am Anfang ist wirklich Bewegung, dann kommt das Winkel dazu, also alle Sachen sind wichtig, aber wir haben da einen strukturellen Aufbau, den ich anspreche, was sie auch wissen, und dann wird immer eingefügt, was bei den Spielen sich noch zusätzlich ergibt. Aber wir haben komplette Planung ist bei mir über die ganze Saison. Es gibt ja Torhüter oder auch Torhütertrainer, die einen bestimmten Stil bevorzugen und den dann auch lehren. Ist es bei dir auch so oder nimmst du den Torwart so, wie er ist und versuchst mit ihm an seinen Schwächen bzw. auch Stärken dann zu arbeiten? Erstmal ist wirklich jeder individuell. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Und ich sehe als erstes den Mensch und um den Menschen herum baue ich das Training. Und da fangen wir an Sachen natürlich zu arbeiten. Man zeigt auch neue Wege. Ich sage mal, ein Torhüter, der noch jünger ist, mit dem kann man noch mehr Sachen erarbeiten. Aber ich denke jetzt, wenn man als Beispiel den Petri nimmt, der so erfolgreich die Jahre gespielt hat, da ist man dabei, ihn eigentlich verstärkt in seinen Sachen zu arbeiten. Man arbeitet auch an Sachen, wo er sich vielleicht mal nicht so gut fühlt, aber das finden wir beide gemeinsam immer sehr gut raus und unterhalten uns auch über die Sachen und er ist da wirklich sehr, sehr offen. Jetzt ist Petri tatsächlich 40 Jahre alt geworden, aber er ist immer noch unheimlich gut in Schuss, oder? Ja, weil er ist ein absoluter Vorzeigeprofi mit allem, was er macht, wie er sich verhält als Mensch. Und ich sage mal, neben Training, der kämpft um jeden Puck, ist im Off-Ice-Bereich, gibt er immer 100% in allen Sachen. Also das ist ein Vollprofi durch und durch. Und wie er es ist, glaube ich, kann man sich nur wünschen, mit so einem Torhüter zusammenzuarbeiten. Und das Schöne ist, er ist wirklich für alles offen. Ob ich jetzt bei den LA Kings war oder wo ich jetzt in Schweden oder Finnland war, er möchte immer alles wissen. Was habe ich gesehen? Was gibt es Neues? Was ist jetzt, was kann man machen? Der möchte alles wissen. Ich muss ihm immer alles zeigen und dann schauen wir, was wir für unser Spiel gemeinsam davon für uns nutzen. Marvin Küpper hat in dieser Saison auch schon 2,5 Spiele in der DEL gemacht, 2 Siege schon rausgefangen. Wie bist du mit ihm zufrieden bisher? Ich bin mit allen drei Torhütern wirklich total zufrieden.
Wir haben die Sachen, versuchen immer so zu erarbeiten, alles, was wir brauchen. Und Marvin bringt alles mit, was er braucht. Und mit ihm ist auch sehr gutes Arbeiten. Manchmal ist es aber schön mit ihm, hat man öfter mal eine Diskussion. Und aber das gehört genauso beim Torhüter mit dazu. Und darum sage ich ja, jeder ist individuell und jeder braucht dann eine spezielle Behandlung auch. Und darum, wir kommen beide sehr gut klar. Und ich glaube, das spiegelt dem auch wieder. Er hat stark im Sommer gearbeitet und das ist jetzt für seine harte Arbeit, wird er auch belohnt, wenn er spielt. Und das ruft er dann mit so einer Leistung ab. Du hast jetzt Maximilian Franzreb als Dritten schon angesprochen. Kannst du uns kurz überhaupt ein Update geben, wie es in Weißwasser momentan läuft, wo die Füchse momentan stehen und auch wie Franzi gespielt hat? Also Franzi hat bis jetzt sehr gut gespielt. Wir haben wirklich viele Sachen im Sommer gearbeitet, waren zusammen auch in Schweden im Torwartcamp zusammen. Ist ein bisschen schwierig gerade momentan in Weißwasser mit der Verteidigung, Verletzung und alles. Also der muss da schon wirklich Schwerstarbeit leisten. Und ich sage mal, die Schüsse, die aufs Tor kommen, sind wirklich fast immer sehr gute Scoring-Chances. Und da macht er sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Ich bin wirklich nach wie vor mit ihm sehr zufrieden. Und deshalb war er heute auch hier, weil er Eiszeit mit uns genauso verdient. Helle, dann würde ich sagen, es sieht ja erstmal ganz gut aus, wie du dich so reingearbeitet hast. Und wir wünschen dir viel Glück für die weitere Zeit und sehen dich ja dann sicherlich auch hier beim Nachwuchs mal auf dem Eis. Ja, das ist in Planung. Die DNL mache ich jetzt mit dem Dominik Bielke zusammen. Und er ist da so meine Augen. Und er ist ja mehr mit den Jungs zusammen. Und wir versuchen, den Aufbau weiter voranzutreiben. Und genauso auch ist in Planung, dass für die Zukunft da übergreifend noch mehr passiert. Da muss man gucken, wie man das alles zeitlich schafft durch Studium und Familie. Ist alles nicht so einfach. Und ja, aber ich denke, wir sind da in einer guten Planung. Und man merkt auch durch die Rückendeckung, durch den Piet und durch den Riesch, dass wir da was kreieren wollen. Und alle sind wirklich auch offen dazu, auch genauso wie vom Nachwuchs. Wir haben zusammengesessen, haben gesprochen. Jetzt tausche ich mit dem Torwarttrainer der vom Nachwuchs mit dem Jan auch die Sachen mehr aus und gucken, was wir für die Zukunft noch kreieren können, weil ich sage mal, es ist immer Zeit für Entwicklung. Das ist halt für mich ein wichtiger Punkt. Vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Liebe Eisbären-Fans, das war ein weiteres Eisbären-Gespräch. Heute mit unserem Torwarttrainer, der uns interessante Einblicke in seine Arbeit gegeben hat. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss.